Frau Vondratschkova, wir haben am Anfang gehört, die flotte Lotte liegt Ihnen am Herzen. Haben Sie denn noch was mit Marmelade zu tun? Machen Sie das noch selbst? Eigentlich ja. Welche Sorte? Ich mache sehr gerne überhaupt Obstmarmeladen. Wie war die Ernte 2018? War es in der Tschechischen Republik nicht auch trocken, der Sommer? Das weiß ich nicht. Sie haben Fragen. Ich habe gedacht, Sie haben so einen eigenen Hain, wo Sie dann die Früchte... Ich hab einen Kirschbaum, dann habe ich einen Sauerkirschbaum. Das war die Frage, genau. Das ja, hat mich interessiert. Dann also Kirschbaum, Sauerkirschbaum? Aprikosenbaum. Und die Aprikose-Marmelade, die schmeckt wunderbar. Und Kirsch, Sauerkirsch auch. Zusammen mit Süß- und Sauerkirsch. Das heißt, die Kirschmarmelade ist nicht so gut. Das ist gut. Wenn auch Sie das mit Sauerkirschen mixen, ja, das ist pikant und kostet und schmeckt sehr wunderbar. Haben Sie denn ein eigenes Lager für alle diese Dinge im Keller? Ja, habe ich einen Keller. Und da stehen hunderte von Marmeladen. Und warum haben Sie keine mitgebracht? Bitte? Warum haben Sie keine mitgebracht heute? Sie haben ja nichts gesagt. Und nicht nur Marmeladen, ich mit meiner Freundin, wir machen auch die Gurken ein. Wie heißt das? Einwecken, einmachen. Einmachen. Früher hieß es, glaube ich, noch Einwecken. Einwecken, ja. Das Wegglas. Ja. Warum braucht man, was ist die Kunst? Kaufen Sie nicht die selbst in der Lage oder was? Nein, ich kenne mich nicht so aus. Was hat die selbst eingemachte Gurke, was eine normale herkömmliche Gurke im Fachhandel nicht hat? Weil wir haben ein spezielles System und diese Wasser, wo die liegen, das ist eine spezielle Rezept von unserem Stadt in Böhmen, Znojmo. Und das Znojmo? Ist, dass die schmecken am besten, aber unsere schmecken noch besser. Wie lange kann man die lagern? Also Sie haben vorher beschrieben, Hunderte im Keller. Wann ist der Jahrgang, wo Sie sagen, das muss jetzt gegessen werden? Naja, also 2-3 Jahre können die da stehen, aber dann müssen die schon weg. Aber die stehen nicht so lange da, weil zu mir kommen viele Bekannten und viele Leute, die das gerne haben. Und das ist auch gut als Geschenk. Das nächste Mal bringe ich die mit. Das nächste Mal, Sie kommen ja in kurzen Abständen zu uns und Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ein bisschen Backschisch ist immer etwas, was gerne genommen wird. Wie sieht dann das Ihr Mann, Ihre hausfrauliche Tätigkeit? Na, er ist sehr glücklich und sehr... Er mag Ihre... Immer sehr gern. Die Gurken wenn, auch? Ja, ja. Welch wunderbares Glück. Also Sie sind auf einem großen Anwesen, Sie haben einen großen Keller und Sie sind schon lange ganz berühmt. Wir bekommen endlich mal langsam, aber sicher die Kurve zu dem Bereich der Fragen, wo sich Menschen nicht zu sehr wundern, warum ich das frage. Aber doch eines noch, die flotte Lotte. Für die Menschen, die nicht wissen, was eine flotte Lotte ist, was macht man mit einer flotten Lotte? Das ist ein Sieb. Und mit, jetzt weiß ich nicht, wie man das beschreiben sollte, das ist ein... Man dreht irgendwas? Man dreht Obst. Bäumler wusste auch gerade, was eine flotte Lotte ist, ne? Herr Bäumler weiß das. Und unten kommt das und Obst? Unten kommt nur die Flüssigkeit und der Rest bleibt da oben. Wer keine flotte Lotte hat, kann kein glücklicher Mensch sein. Das ist, glaube ich, das ist etwas, was man heute ganz sicher feststellen muss. 1965, Sie werden etwa 5 Jahre alt gewesen sein, waren Sie bereits zum ersten Mal im DDR-Fernsehen und es gibt ein Dokument zu diesem Thema, meine Damen und Herren. 65?
Ja. Wirklich? Ja, ich glaube, es war 65. So was haben Sie? Ich glaube, wir haben etwas ganz am Anfang. Ecken, verstecken wir unsere junge Liebe. Jetzt musst du gehen, ich bleib alleine stehen. Unglaublich. Was ein bisschen beunruhigend ist, Sie schütteln mit dem Kopf. Das waren nicht Sie? Ja, das war ich. Aber dass Sie sowas beherrschen, das ist wirklich eine große Überraschung für mich. Der MDR ist der legitime Nachfolger des DDR-Fernsehens. War das in Bitterfeld? Es sah jetzt nicht direkt aus wie Bitterfeld von der Umgebung her. Die Sendung hieß Ein Koffer voll Musik. Genau. Das war, ich weiß, vielleicht sind Genossinnen oder Genossen hier, die damals in Bitterfeld waren und irgendwie Zeugin wurden. Und Jiří Poppe hat das moderiert. Jiří, das habe ich ja. Richtig. Sie haben auch mal ein Kessel Buntes noch später moderiert. Also Sie haben mal diese weltberühmte Sendung. Auch das gucken wir noch ganz kurz vorsichtshalber rein. Waren diese drei Figuren rechts von Ihnen, die man da gesehen hat? Haben Sie darauf geachtet? Sie haben diese Figuren? Ja. Waren das Menschen? Ich habe es nicht verstanden. Nee, ja. Nein. Das waren irgendeine Figurinen. Okay. Ich sollte nicht so Fragen stellen. Die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Also, Sie haben was das Besondere war, Sie haben in unendlich vielen Sprachen gesungen und Sie haben auch unendlich viele Preise gewonnen. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Sie haben in Brasilien. Wo lagern die Preise? Haben Sie die alle noch? Oder? Ja, ich habe spezielle. Das ist auch ein Raum. Speziellen Raum dafür, wo ich alle Platten, goldene, silberne. Wie groß ist der Raum etwa? Groß genug. Aber, aber da leider ist da kein Platz mehr für irgend sowas. Also ich hoffe. Keine Preise mehr. Keine Preise mehr. Wir wollen keine. Aber es ist schon so, früher war das eine Turnhalle mehr, weil es sind ja unendlich viele Brasilien. The Golden Boat in Knokke haben Sie auch. Ja, genau. In Belgien haben Sie der Hitachi Award. Hi. Hitachi. Hi, Doma. Arigato. Halb Ödülü Diploma in der Türkei. Muss es auch. Und was ich nicht rausgefunden habe, es steht in Wikipedia, Ehrennadel der Liga der DDR. Aber irgendwie gab es eine Liga der DDR? Liga. Ja, ich habe auch nicht gewusst, was das bedeutet. Aber Sie haben das. Sie geben zu, dass. Sie ist ganz stolz auf die Klasse. Aber Sie geben zu, dass Sie es bekommen haben. Ja. Genau. Sie sind, wenn man Sie heute sieht, ich habe sämtliche YouTube-Videos angeguckt von Ihnen, einfach damit ich wissen wollte, weil es gab zwei Aussprachen Ihres Nachnamens und ich habe immer gedacht, der Akzent auf dem A muss doch bedeuten Vondratschkova. Und deswegen habe ich gedacht, nein, stimmt. Falsch, Vondratschkova? Vondratschkova. Vondratschkova, auf der ersten Silbe. Ja, aber das macht nichts.
Vondratschkova. Machen Sie sich keinen Kopf. Doch, doch. Damit. Ich habe Stunden mit Ihren YouTube-Videos verbracht. Deswegen. Und heute, ja. Weil das sehr schwer ist zum Aussprechen. Aber ich bin Schweizer, ich will das können. Helena Vondratschkova. Das bin ich. Also da doch. Aber jetzt habe ich ja doch wieder ein Vondratschkova gehört. Vondratschkova. Aber Sie geben Akzent auf Vondratschkova. Vondratschkova. Auf erste Vondratschkova. Vondratschkova. Oh. Ich gebe es doch einfach auf. Können Sie diese Sprachen, in denen Sie gesungen haben, Japanisch, Ungarisch, auch Sprachen, die sich nicht so leicht erschließen, sprechen Sie auch diese Sprachen? Nicht alle, nein, nein, nein. Welche sprechen Sie? Ich spreche ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Ich habe Abitur aus französischer Sprache, die ich sehr liebe. Aber ich beherrsche sie nicht, weil ich sie nicht sehr oft benutze, aber ich kann Französisch ohne Problem singen. Ich spreche ein bisschen Polnisch, Russisch. Ich spreche gar nicht Japanisch, obwohl ich Japanisch gesungen habe. Damit ist das, wie hört, ich meine, Japanisch ist für viele jetzt schwierig. Wissen Sie, was Sie gesungen haben? Wie hat sich das angehört beim Ansingen? Können Sie ich habe mir das übersetzen lassen. Und dann habe ich das immer so gelernt, dass ich ein bisschen weiß, worum es geht. Hm. Kennen Sie heute noch den Text? Könnten Sie es heute noch singen? Shiretoko no misaki ni hamanasu no sakukoro omoide hashi okure oretashi no koto. Romantisch! Ja, die Kirschblüte wird sehr schön dieses Jahr. Wobei wir wieder beim Thema wären. Ist Ihr Grundstück frostempfindlich mit den Bäumen? Also das heißt, müssen wir uns Sorgen machen um die wegen der Kirschen, wegen des Frostes im Frühling? Nein. Nein, der Kirschbaum ist so groß, da komme ich gar nicht hoch. Die fallen sowieso alle runter und die Spatzen fressen das. Also ich mache mich keinen Kopf, ob die verfrosten oder nicht. Die Kaltfront kann kommen, das ist eine beruhigende Sache. Wo wir uns alle ein bisschen Sorgen machen, ist, wie geht es Karel Gott? Tja, ich glaube, es wird ihm besser gehen. Er hat große Krankheitsprobleme, aber wir alle hoffen, dass wird das besser sein. Wir beten und hoffen und kämpfen mit ihm mit. Sind Sie in laufendem Kontakt mit ihm auch? Ja, ja, ich bin im Kontakt mit ihm. Diese letzte Zeit, wo er immer sehr oft im Krankenhaus ist, da ist das selbstverständlich nicht so intensiv, aber wir telefonieren und ich habe ihm auch eine Stolle zum Weihnachten gebacken, eine deutsche Stolle nach deutschem Rezept. Dann habe ich mich gefreut, wenn ihm das wieder geschmeckt hat, wie immer. Wunderbar, sagen Sie ihm, wir denken an ihn und drücken die Daumen, dass es ihm bald wieder gut geht. Ich sage ihm gerne Bescheid. Wunderbar. Ich schiebe gleich einen doppelten Sendehinweis nach. Zu seinem 80. Geburtstag im Juli, also von Karel Gott, gibt es eine Dokumentation im Mitteldeutschen Rundfunk sowie seinen neuesten Film Das Geheimnis des zweiköpfigen Drachens. Und Sie sind in einer Tournee jetzt unterwegs, unter anderem im Mai auch bei uns. Limbach. Ja, ich freue mich. Was wird man hören? Die Leute, die zu Ihnen kommen? Alle größten Hits, die ich auch in Deutschland gesungen habe. Und ich freue mich sehr, dass ich ganz nette Gäste bei meiner Seite haben werde. Gibt es überall oder kann man die schon sagen? Stimmen der Berge.
Na klar. Und naja, dann hoffe ich, dass das wird alles gut geht und ich freue mich drauf. Wir zweifeln nicht daran, was das Wichtigste natürlich ist. A, Sie werden Ihre Tournee wunderbar und routiniert hinbekommen. Sie sollen keinen Preis mehr bekommen, das haben wir gelernt, weil Sie keinen Platz mehr in der Turnhalle haben. Die Ernte soll gut werden. Und nächstes Jahr gibt es Marmelade für alle. Wir freuen uns sehr, meine Damen und Herren. Helena Vondratschkova. Sehr gut. Endlich. Vondratschkova und Kachelmann, schöne Momente mit euch beiden gerade. Vielen Dank. Ja, sehr, Gesundheit, die Dame da hinten. Siehst du, sie genießt es schon aus dem Publikum. Schöne